not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, was hab ich lange gewartet, dass ich endlich diese Worte aussprechen kann. Ja, ihr seht es schon, ich bin in einer komplett neuen Umgebung, denn ich bin in meiner neuen Wohnung, ich bin umgezogen, es ist noch nicht alles fertig, hier stehen noch Kisten rum, die ihr Gott sei Dank nicht seht, die nämlich noch ausgepackt werden müssen, aber das hier ist mein Bücherregal, mein neues Baby. Und ja, dazu gibt es natürlich dann nochmal gesondert ein Video, wo ich euch das dann alles zeige und ja... Es ist jetzt sehr merkwürdig, also ich sitze auch gerade auf dem Boden. Ich weiß auch nicht, ob ich das so optimal finde, hier da vorm Boden oder auf dem Boden vorm Bücherregal. Aber ich dachte mir, es ist eine ganz passende Kulisse, meine neue Errungenschaft dann hier mal zu zeigen. Da werde ich mir nochmal was ausdenken, mal schauen. Vielleicht probiere ich ein paar verschiedene Sachen aus, ja. Ich bin auch total raus, so aus dem Video drehen und so vor der Kamera sitzen. Ja, es ist jetzt viel passiert. Ihr habt es vielleicht mitbekommen auf Facebook und Instagram, dass meine Bachelorarbeit ja abgegeben ist. Das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Video ja gesagt. Da habe ich aber noch kein Ergebnis. Also mein Dozent hat bis zum 6. November, glaube ich, Zeit. Und dann erfahre ich erst, wie ich das bestanden habe, ob ich das bestanden habe. Also ich hoffe schon, dass ich es bestanden habe. Problem könnte noch sein, wenn ich es nicht gut genug bestanden habe, dass ich dann rückwirkend zum Master nicht mehr zugelassen bin. Das wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen, das wäre nämlich eine ganz große Scheiße. Ja, da mache ich mir jetzt aber mal keine Gedanken drüber, da sind es ja noch ein paar Wochen hin. Ja, und jetzt die Frage aller Fragen, wo bin ich und was mache ich eigentlich hier? Ich habe es ja jetzt schon vor Wochen gesagt, dass ich das eigentlich erst sagen möchte, wenn ich dann tatsächlich da bin, wenn es fest ist, wenn der Bachelor abgegeben ist und so. Und ja, ich bin und... Es ist keiner auf den Gedanken gekommen, weil es, glaube ich, auch jetzt einfach keine so, ja, offensichtliche Antwort wäre. Ich hätte auch eigentlich nicht gedacht, dass es tatsächlich dazu kommt, dass ich dann hier lande. Ich bin jetzt in Bamberg. Für alle, die Bamberg nicht kennen, ich glaube, Bamberg hat 70.000 Einwohner. Ich wohne auch nicht direkt in Stadt Bamberg, sondern in einem Nachbarort, aber es gehört auch zum Kreis Bamberg. Also ich bin direkt... dran eigentlich an Bamberg. Ja, hat 70.000 Einwohner, liegt im Bundesland Bayern. Man darf aber nicht sagen, dass die Bamberger Bayern sind, weil es liegt in Franken und da ist wohl, ich weiß es nicht, da sind die sehr pikiert darüber, wenn man die Bayern Franken nennt und die Franken Bayern, also bin ich jetzt im Frankenland. Es gibt Mittel, Unter, Ober, was weiß ich was für ein Franken, da kenne ich mich aber überhaupt noch nicht aus. Wenn einer von euch in Franken wohnt, dann könnt ihr mich ja gerne mal aufklären, wie weit auch das Frankenland geht. Also ich glaube, bis Nürnberg geht es auf jeden Fall noch. Nürnberg ist von mir 60 Kilometer entfernt, um euch vielleicht so ein bisschen geografisch, ne, was reinzuzupfen. Ne? So, ja. Also ich bin von zu Hause 250 Kilometer jetzt entfernt. Das geht, man fährt das in 2,5 bis 3 Stunden, je nachdem, ob man Pausen macht oder nicht und wie der Verkehr auch so ist. Ja, und wohne jetzt halt hier und mache meinen Master an der Uni Bamberg. Und zwar ist das der Master Literatur und Medien. Und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, wie der jetzt wird. Heute ist Donnerstag und morgen habe ich meine Einführung. Also das heißt, der Fachbereich stellt sich so vor. Und der ganze Masterstudiengang stellt sich vor, dann hat man noch so eine kleine Einführung in irgendwie diese Anmeldungsportale oder so. Und dann geht es ab Montag richtig los, wenn ich es bis dahin geschafft habe, meinen Stundenplan zusammenzustellen. Ja, ist nämlich anders als bei der Uni Frankfurt und da habe ich jetzt noch nicht so ganz durchgecheckt. Ja, das wird sich dann auch nochmal zeigen, wie das dann alles klappt. Ja. Und das ist jetzt das große Geheimnis gewesen, wo ich hingezogen bin und alles. Also ich war am Anfang ja eher weniger begeistert davon. Das Ding ist halt, ich kenne hier halt wirklich niemanden. Also wirklich niemanden. Wäre ich jetzt nach Berlin gegangen, ich habe Berlin schon gekannt als Stadt, weil ich da jetzt ja im Sommer war. Und da kenne ich auch ein paar Leute im Umkreis. Es stand noch Bielefeld zur Auswahl, da hätte ich ja auch jemanden gekannt. Und... ja, Essen stand auch noch zur Auswahl, das ist ja auch Nähe von Duisburg und da ein Freund von mir, der studiert in Holland, aber das ist eine halbe Stunde ungefähr entfernt, weil es direkt an der Grenze ist. Und ja,
ich bin dann letztendlich halt jetzt in Bamberg gelandet, weil ich dachte, okay, der Studiengang klingt eigentlich so interessant für das, was ich machen möchte. Ja, aber ich bin halt komplett fremd. Also ich kenne wirklich niemanden. Ich habe zwar Verwandtschaft hier in der Nähe, aber die kenne ich eigentlich auch kaum. Also die habe ich ein paar Mal gesehen im Jahr und ja, also den Großteil der Familie kenne ich nicht. Es sind nur so 2, 3 Personen, die ich eigentlich ein bisschen kenne, aber naja, also... Ne, also wirklich jemanden hier kennen tue ich nicht. Ich bin jetzt auch schon öfter in Bamberg gewesen, halt wegen dem Umzug und alles. Hab's aber bisher noch nicht einmal geschafft, in die Stadt zu fahren und mir irgendwas anzugucken. Das heißt, ortskundig bin ich überhaupt noch nicht. Ich werde jetzt auch nachher mal mit dem Bus in die Uni fahren und gucken, wie ich da überhaupt morgen früh dann hinkomme und was ich da machen muss, um das einfach mal so einen Probelauf zu machen. Denn... die Uni in Bamberg ist über die ganze Stadt irgendwie verteilt und da muss ich auch erstmal gucken, in welchem Gebäude ich bin und in welcher Straße und wie ich da hinkomme. Google Maps wird mein bester Freund. Also das Handy habe ich dann implantiert in meine Hand, um mich zurechtzufinden. Ja, und da bin ich total gespannt drauf. Und das ist jetzt das, was ich euch mal so mitteilen wollte, wo ich jetzt halt gelandet bin und was ich hier mache. Ja, und... ja, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn jetzt für Videos so wünscht, was für euch am interessantesten ist. Also ich hatte eigentlich geplant gehabt, die Wohnung so zu filmen im Rohzustand quasi und dann mit dem Streichen, aber dann habe ich meine Kamera daheim vergessen gehabt, als wir das gemacht haben und dann war das halt auch irgendwie doof. Ja, also wenn, dann würde das halt so vlogmäßig dann laufen, worauf man vielleicht, naja gut, bei Renovierungstipp kann ich eigentlich, ach, keine Ahnung. Ich könnte vielleicht mal so ein kurzes Video dazu machen, worauf man dann vielleicht achtet oder... ach, naja, also ich bin kein Handwerker und kein Heimwerkerprofi, was weiß ich. Ja, also zum Thema erste eigene Wohnung so einrichten, Umzug generell, glaube ich, möchte ich schon nochmal ein Video machen. Ja, und ja, was könnte man denn noch so für Themen anschneiden? Also so richtig alleine wohnen, das... dazu kann ich jetzt noch nicht ein Themenvideo machen, weil es jetzt eigentlich erst 5 Tage hier sind. Warte mal, wir haben heute Donnerstag. Ich bin Samstag umgezogen. Ja, also noch nicht mal eine Woche. Und dementsprechend, das muss ich natürlich erstmal noch so ein bisschen einpendeln und dann kann ich auch dazu gerne ein Video machen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendeine Videoidee, die mir jetzt noch gar nicht so bekannt vorkommt. Und dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da so interessieren würde. Ich denke, eine Wohnungstür interessiert euch, könnte ich mir vorstellen. Und ja, ich habe eigentlich auch nicht so ein Problem damit, glaube ich, das zu zeigen. Aber natürlich erst, wenn es aufgeräumt ist, weil es hier halt einfach noch total chaotisch ist. Man glaubt ja nicht, wie viel man in 23 Jahren an Scheißdreck ansammelt. Und es ist einem schon beim Einpacken aufgefallen, wie viel Zeug das ist. Aber irgendwie beim Auspacken, wenn man dann versucht, einen neuen Platz dafür zu finden... Das ist überhaupt nicht schön. Das ist nicht schön. Und ich überlege dann die ganze Zeit, ja, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Könnte ich es wegschmeißen? Nee, eigentlich... ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich hadere da die ganze Zeit mit mir. Und mir geht halt einfach der Platz aus und daheim sind noch Sachen. Und naja, mal schauen. So, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ach so, zur Frankfurter Buchmesse. Ich habe weiterhin vor zu kommen. Ich kann halt nicht sagen, ob jetzt noch irgendwas passiert in der ersten Uni-Woche, dass es mir irgendwie verhageln könnte, dass ich dann hinfahre. Das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich erst nächste Woche schätzungsweise sagen. Und ja, aber ich habe es vor. Wenn mir nichts dazwischen funkt, dann fahre ich auch auf jeden Fall. Ich bin dann aber auch nur Samstag auf der Messe. Da bin ich mir relativ sicher. Und ja, also es gibt ja ein Treffen. Das war ja ursprünglich am Dumont Verlag veranschlagt, aber irgendwie habe ich jetzt erzählt bekommen, dass das jetzt nicht mehr stimmt. Ich kriege überhaupt nichts mehr, ich habe überhaupt gar keine Videos geguckt oder sowas. Ich habe jetzt auch erst seit einem Tag Internet, weil das so blöd war und nicht geklappt hat. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr euch da selber nochmal informieren, aber es gibt wohl ein Booktuber-Treffen. Ich glaube, es ist jetzt wieder verlegt worden vor die Halle, also keine Ahnung. Müsstet ihr nochmal schauen. Vielleicht steht es auch in der Facebook-Gruppe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwo gibt es ein Treffen, Samstag und Sonntag. Und wenn ich da bin, dann bin ich auf jeden Fall Samstag bei dem Treffen dabei. Wo auch immer es stattfinden mag. Und ansonsten vermutlich dann sowieso mehr so in der Halle von den Jugendbüchern anzutreffen, in der Menge. Und ja, mal schauen.
Aber wenn, dann nur Samstag und hoffentlich klappt das. Ob ich dann noch mal extra ein Video dazu mache, weiß ich nicht, weil keine Ahnung, weil mehr ist halt auch nicht so zu erzählen, ne? Also, ich habe jetzt keinen Plan gemacht, an welchen Ständen ich wo sein werde, sondern nur am Booktuber-Treffen. Und wenn ihr dann sowieso vorhabt, da hinzukommen, dann bin ich entweder da oder bin ich nicht da. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wenn ihr am Samstag über die Messe lauft, wenn ihr mich dann seht, dann bin das wirklich ich. Hat es jetzt Sinn gemacht? Okay, ich merke, ich bin selber so ein bisschen durch den Wind gerade. Und ja, es ist auch total komisch, hier in seiner eigenen Wohnung zu sein, so alleine zu wohnen. Und ja, irgendwie staubsaugt keiner für mich. Ja, das ist irgendwie blöd. Nein, also ich habe auch daheim gestaubsaugt. Ja, aber ich hasse Staubsaugen. Also ich wirklich hasse, hasse, hasse Staubsaugen. Ich habe mir dann den Haushalt mit meiner Mama immer geteilt. Und sie musste halt immer staubsaugen, weil ich echt staubsaugen hasse. Ich wische lieber und mache die Wäsche, was weiß ich, abspülen, irgendwie meinetwegen auch das Badezimmer putzen. Aber ich hasse saugen. Oder Fensterputzen mache ich auch viel lieber. Ich hasse einfach saugen. Ich hasse es. Und wenn man halt nicht saugt, dann sieht es halt auch einfach aus wie Sau. Und jetzt gerade mit diesem ganzen Kartongerücke hier, ich sag's euch. Ich hasse Staubsaugen. Ich brauche mir so, ich glaube, ich muss mir so einen Roboter kaufen, so eine kleine Diske, die dann hier so rumfährt, weil ich das echt hasse. Ich weiß nicht, was ich da so gegen habe, ob es das Geräusch ist oder diesen blöden Sauger hinterher zu zerren oder so. Ich weiß es nicht. Also ich mag es überhaupt nicht. Ja, ich wische viel lieber. Irgendwie finde ich das viel angenehmer. Das war eine sehr uninteressante Sache. Aber ich habe so ein Redebedürfnis, weil das fällt einem schon auf, wenn man alleine wohnt. Man ist nicht mehr so viel am Reden. Da so zwischenmenschlich fehlt dann doch was, wenn man nicht mal kurz zwischendrin etwas loswerden kann. Ja, das soll auf jeden Fall jetzt alles gewesen sein. Und die Hauptinformation war eigentlich, ich bin in Bamberg gelandet und ich studiere Literatur und Medien jetzt im Master. Und ich freue mich auf die kommenden Videos. Ich werde noch meinen Monatsrückblick machen, aber der wird ganz, 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 ganz kurz ausfallen. Aber einfach um der Vollständigkeit halber werde ich das abdrehen. Ja, ihr könnt mir gerne Videowünsche in die Kommentare schreiben oder wenn ihr mir sonst irgendetwas zu erzählen habt, freue ich mich auf eure Kommentare. Und das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben und genießt das Lesen. Und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.